Genau. Vielen Dank für die Ankündigung, Tobias. Sehr lieb. Ja, ich habe euch zwei Dinge mitgebracht. Einerseits habe ich euch einen Auszug aus Lyrik mitgebracht, die schon viele, viele Jahre alt ist. Die wird nächstes Jahr sozusagen volljährig. Und leider habe ich festgestellt beim Durchlesen, sie ist immer noch brandaktuell. Ein Stein. Ein Stein herausgebrochen, um eine Mauer niederzureißen. Gelegt, um ein Haus zu bauen. Geworfen. Zeuge von zügelloser Gewalt. Gnadenloser Richterspruch. Durch ihn widerfährt Gerechtigkeit. Kindersoldaten. Meine Kindheitstage waren wie Schmetterlinge. Vergänglich, aber unbeschwert. Seine Kindheit war vergangen, ehe er wusste, was ein Schmetterling ist. Das Folgende, was ich euch mitgebracht habe, ist sehr viel aktueller und hat auch leider einen sehr viel aktuelleren Anlass. Wir leben gerade einen kriegerischen Konflikt, nennen wir ihn ruhig Krieg. Zumindest am Rande erleben wir ihn sehr deutlich mit. Ich in der Form, dass ich bis heute eine russische Familie bei mir habe, die nicht einverstanden sind mit ihrem Regime und trotzdem morgen nach Hause geschickt werden. Im Angesicht dessen färbt sich dieser Text, aber es ist nicht meiner, sondern es spricht meine Großmutter. Der Krieg vor der eigenen Haustür. Wenn meine Großmutter über den Krieg spricht, dann erzählt sie oft von dem Tag, an dem die Russen kamen. Sie liefen durch das Dorf und zogen durch alle Häuser. Sie nahmen sich, was sie wollten, vor allem Lebensmittel. Doch sie haben sich benommen, die Russen. Dann schmunzelt sie. Denn da war dieser Hauptmann, welchen Ranges auch immer, der seine Männer auf beeindruckende Weise im Griff hatte und von Gräueltaten abhielt. Nicht die Milch, sagte der. Milch sein für Baby. Sie verzieht den Mund und nickt. Respekt. Die Erinnerung des damaligen Kindes birgt scheinbar kein Trauma. Doch dann schimpft sie unvermittelt los. Aber die Polen! Das waren solche Schweine. Die haben überall ihren Dreck liegen lassen und sich wie das Letzte benommen. Die hättest du erleben müssen, wie sie sich bei uns in der Wirtschaft aufgeführt haben. Sie zieht geräuschvoll Schleim aus Nase und Rachen zusammen und rotzt ihn in ihr Taschentuch. Damit macht sie eine wegwerfende Geste. Naja, siehste ja, die Treppe macht die von unten auch nie richtig sauber. So setzt sich der Zweite Weltkrieg nahtlos bis heute im heimischen Barmbeker Treppenhaus